Welcome back, liebe Fußballmanager-Freunde und Bananenstaunenesser. Was ist denn los mit dir? Gut, das haben wir ja schon gemacht eigentlich. Weiter. So. Der Ignazio Reh. Das war ja unser Zufallseinkauf, der jetzt Stammspieler ist. Instant! Ah, Leute. Das Spiel der Saison steht an. Es geht darum, uns auf 12 Punkte Vorsprung hochzuarbeiten. Ich hoffe, das schaffen wir. Und danach ist die Saison sowieso gelaufen. Ich hoffe, dass es dann positiv gelaufen ist. Gut. Ich kann gar nicht. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel machen. Oida, OM. Nice. OM ist gut. Kann ich brauchen. Schauen wir mal dann, gell? Aber ich mache jetzt gar nicht lange rum. Ah ja, Regeneration. Landsberg. Unsere Rivalen auf dieser Liga-Ebene. Doch nicht mein Muslimovic. Champions League Viertelfinale. Hä? Ist aber eine andere Champions League. England, oder? Nee, was ist das? Auckland United Star, ist das Afrika, sag ich schon, Amerika, oder was? Verstehe ich nicht, diese ganzen Ligen da. Oh nein, mein Muslimovic! Der war tatsächlich wichtig. Real Madrid ist in der Relegation der Europa League. Oh nein, Frankfurt, der Meister hat verloren. Egal, wir konzentrieren uns jetzt auf Landsberg am Lech. Landsberg am Lech. Okay, so, wir haben kein RAS. Scheiße. Ja, mein Ersatzstürmer ist auch verletzt. Na! Bruder, du bist der Einzige, der hilft. Ja, recht, mein Freund. Schlecht für dich. Offensiv geht bei mir halt auch gar nichts, gell? Oh, die sind alle ziemlich im Arsch. Egal, ich muss mit diesem Kader, so wie er ist, in den Kampf. Kontrollierte Offensive, das passt alles. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen mehr übers Flügelspiel. So. Schauen wir mal, ob das was bringt. Oh, die sind echt gut. So einen wirklichen Schwachpunkt sehe ich keinen. Der Stürmer wird gedeckt. Das ist klar, das ist wunderbar. Warte mal. Mal auf, ich kann ja ihn decken lassen. So.
Kevin Hoffmann schnürt sich entschlossen die Fußballschuhe. So, das ist heute wirklich wichtig. Habe ich Wut? Nein. Dieses Spiel ist unglaublich wichtig. Huh. Und los. Anpfiff in der Donaustauf-Arena zum donaustaufigen, bärtigen Bartwuchs. Katsuki Date hat schon die erste Karte kassiert. Halt, Stadion. So. Oh, ich habe auch eine Karte. Leute, wichtigstes Spiel des Jahres. Pass. Direkt weitergeleitet. Und er flankt, der Mohammed und der Hufnagel köpft und er ist drin. Der ist drin. Wuhuhu, damit sind wir so gut wie Meister zum derzeitigen Zeitpunkt. Ich liebe dies. Der hat schon 11 Tore, der Hufnagel. Das ist eine komische Eckenvariante. Reh! Ignazio Reh! Der Wahnsinns-Innenverteidiger von Timbuktu Luce, wo auch immer der herkommt. Ich weiß es nicht, aber er macht es einfach. Er macht, was er macht. Einwurf Hufnagel. Hurfiger Nagel. Grauschopf schlägt den Ball weit. Idrizovic, Vertikalpass, Flanke vom Baldauf und Kopfball von Gotal. Gotal macht das Ding. 19 Tore in dieser Saison hat der gute Mann schon erledigt. So lobe ich mir das. So, der Gegner ist auch mal wieder da. Was passiert hier? Krautschneider. Anzenhofer schießt weit am Pfosten vorbei. Über 1000 Zuschauer heute im Stadion, meine Damen und Herren. Das ist Weltrekord. Oh, ein weiter Schuss. Ah, der ging leider vorbei. Aber man kann es ja mal versuchen. Das ist wichtig. Sie müssen einfach den Druck weiter oben halten. Immer wieder auf die viereckige Torlatten-Dings der Bums da drauf knalzen. Was auch immer. Querpass von Hoffmann. Bald auf. Stoppt den Ball und leitet sofort weiter. Mohammed, er dribbelt. Jetzt müsste er schießen. Was macht er? Er schießt in das Tor nicht hinein. Das Netz wackelt nur vom Wind. Gotal. Oh, wunderschön. Idrizovic. Heute das erste Mal in der Startelf und er macht direkt sein Coming-Back-Tor. Sonst nur als Joker eingesetzt. Heute mal von Anfang an aufgrund der Verletzung von Muslimovic. Mohammed. Gotal. Oh, an die Latte. Oh, schade. Da wäre mehr drin gewesen. Mit einer Finte, Gotal dribbelt, Gotal muss schießen, Gotal schießt, oh, abgewehrt, in den Pfosten, außen hin, spielt vor das Tor. Oh, schade. Wenn sie so weitermachen, wird das hier ein zweistelliges Ergebnis. Eine Schwalbe haut ihm aufs Maul, Tod seiner Familie. Gut. Übersteiger Hoffmann und er dribbelt. Im Strafraum 16 Meter Punkt, 10 Meter, 11 Meter, was auch immer. Tor. Das ist ein freudiges Schützenfest hier, meine Damen und Herren. 5-0 zur ersten Halbzeit und es ist noch nicht vorbei. Wir haben noch knapp 5 Minuten Spielzeit inklusive Nachspielzeit. Oha, da knallt es zum sechsten Mal. Ja, ist denn das eine Possibility? Alles geht hier kaputt. Der Gegner hat ja gar keine Chance. Der Schmeißer schließt ab. 6:1, der Anschlusstreffer. Können Sie das noch drehen? Man weiß es nicht, man munkelt. Das Wunder von Bern ist hier notwendig. Naja, also wenn die jetzt noch 6 Tore schießen, dann flippe ich aber aus. Extra Motivation. An die Spitze kommt man nicht per Anhalter oder gar per Zufall. Wer nicht bereit ist, alles aus sich herauszuholen, und da mache ich wirklich alles.
wurscht, ob das am Platz oder beim Nasenbohren ist. Der soll fein daheim bleiben und nicht lätschert da am Platz umeinander stehen. Habt's mich? So. Jawohl. Gelobt ist gelobt, sei es dem Gotte gedankt. Wieder war Donaustaub im Angriff, das ist ja nichts Neues heutzutage. In dieser Liga sind sie einfach übertrieben dominant, wird Zeit, dass sie aufsteigen. Zack, 7 zu 1, das war viel zu einfach. La 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 la. Gelb für den Lutzigen. Wegen illegaler Verbreitung von Mario Una. Auf dem Platz hat der Gras verkauft. Der hat's gepflückt und verkauft. Auf der Stelle. An den Schiedsrichter. Manduzio. Idrizovic. Komm, Gotthal. Nee, Hoffmann. Zack, die haben ja noch einen Torwart. Man glaubt es kaum, aber die haben einen Torwart. Oh! 8-1. Im Hinspiel habe ich noch 0-2 verloren. Was für ein Qualitätsunterschied im Laufe der Saison. Dieser Trainer macht was aus der Mannschaft. Ich sehe gerade, dass die Sterne unserer der Robin Rossi ist gleich mit mir. Ah, die hätten einen Aufstieg schon verdient, so ist es nicht. Aber die sind ja in der Relegation. Ziemlich sicher sogar. Oh, schade, Gotl. Der Gotl-Bock hat es nicht geschafft. So ein Hattrick wäre nochmal richtig geil für ihn. So, jetzt pass auf, jetzt kommt mal ein bisschen Auswechslung. Ich habe leider niemanden, den ich im Sturm einsetzen kann. Das heißt, der Gotthal, der muss tatsächlich durchspielen. Das geht gar nicht anders. Warte mal. Das geht gar nicht, Alter. Kein Wechsel mehr möglich. Warum nicht? Ich hab doch noch gar nicht ge... Ach, mein Co-Trainer hat durchgewechselt, oder? Weil der Grimm jetzt drin ist und so? Ah, tatsächlich. Hat er mal was getan? Weißt du, einmal macht er seinen Job, wenn er ihn nicht gerade machen soll. Komischer Typ. Steinbichler kriegt natürlich seine Chance hier. Spielt gar keine Rolle, was hier jetzt noch passiert. Zischler, komm! Jawolle, Bruder! Geiler Typ! Jetzt Lodder. Lodder gegen Lutz. Lodder gegen Lutz. Lodder gewinnt. Er lutzt ihn einfach vorbei, den Ball. Er dribbelt vors Tor und schließt ab. Schade, Vitecek. Oder wie der heißt. Vitecek. Okay. Der Bär. Ich bin der Bär. Sag einmal, was für ein Pressingverhalten hier von Donaustauf. So lobe ich mir das. Oh oh. Boah, Söderberg! Das muss die Note 1,+7,3 geben. Schuss von Hufnagel. Ich denke, das können wir hier souverän in das Ende der Spielzeit hineintragen jetzt. Ja, war easy going, oder? Einmal meine volle Motivationsmaschine reingehauen und schon gewinne ich hier 8-1. Entschuldigung, 9-1. Entschuldigung, Entschuldigung. Sorry, sorry. Na klar, hätte mir bewusst sein müssen, dass da noch einer geht. Na logisch, Alter, na logisch. 9-1. Jetzt komm, das wär's, Alter. Knallt das Zweistellige raus, hat man noch nicht. Wie geil wäre das denn bitte, wenn jetzt noch... Da ist es, da ist es! Hoffmann zum 10-1. Und eine gelb-rote Karte. Damit werden sie wohl jetzt 27-1 gewinnen. Ja, Landsberg hat hier auf ganzer Linie versagt, würde ich mal behaupten. Hufnagel. Normalerweise ein Job für Muslimovic, der ist aber leider todkrank. Und man sieht, was draus wird. Ein Abseits.
Handspiel. Das hat jetzt noch sein müssen, oder? Du Affe. Daniel ist glücklich, dass er Vertrauen in einer guten Leistung gerecht wird. Er fährt aus mit dem Kollegen und gewinnt einen Punkt Zufriedenheit. Yay! Noch jemand? Yay! Sandro Grothal! Yay! Alle, ihr habt alle mein Vertrauen. Bis auf die mit 1, irgendwas. Die haben kein Vertrauen. Noch einer? Nee. Ende des Spieltags, meine Damen und Herren. Wir haben hier ein sattes 10:1. So, Leistung Mannschaft. Super. Es ging heute durchaus zur Sache. Alles in Ordnung. So. Schade. Einfach voll Minus kassiert. Aber egal. Damit sind wir 11 Punkte vorne. Ich denke nicht, dass uns jetzt noch jemand gefährlich wird. Das war ein ganz ein wichtiges Spiel. Eieieiei. Neuer Rekord. 16 Siege. Wir sind bald Level 3. 18 Spiele nicht verloren. Höchster Sieg, 10:1. Yay! Noch ein Rekord. Höchster Heimsieg. Yay! Das ist doch mal toll. Wenn wir jetzt hier aufsteigen, glaube ich, spielen wir auch im nächsten Jahr beim DFB-Pokal mit. Glaube ich zumindest. Der Tobias Killer, Alter. Wow. Wer kann denn besser sein als ein Killer? Wow, 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 wow. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich überhaupt tun soll. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier... Naja... Da ist er ja schon. Er ist Bombe. Klar, schauen wir mal wieder Training an, ha? Machen wir 44 Tage. Na toll. Ich weiß ja gar nicht, was hier das Problem ist. Die haben ja nicht mal, okay. Ja, ich würde sagen, oh. Ein Abteilungsleiter, ja, machen wir. Garching ist laut der Beschreibung wichtig. Ah ja, toll. Der nächste Verletzte. Ein Derby, das war das Wort, was ich gesucht habe. Meine Jugend ist wieder voll im Fokus. So, Leiter Marketing. So. Wir haben einen Marketingleiter. Yay! Wir sind super toll. Team-Event Floßbau. Das Team Tiki-Taka unter Leitung von David Paulus gewinnt souverän. Die Truppe um Belvin Idricovic säuft in der Mitte des Sees ab und muss gerettet werden. Der Teamgeist steigt um 2 Punkte. Yay! Ich habe einen Geist in meinem Team. Toll! Yay! Hier, Champions League Achtelfinale. Oi, der Bayern gewinnt gegen Batzenlohner, Alter. Batzenlohner ist raus, meine Damen und Herren! Unentschieden, also es ist Hinspiel oder Rückspiel, weiß ich hier gerade gar nicht, steht ja nicht. Auf jeden Fall haben sie gegen den Barcelona gewonnen. PSG hat gegen Sevilla verloren. Ich finde es interessant, gell, dass die Großen hier, naja gut, Liverpool, ausscheiden einer nach dem anderen.
Aber der FC Bayern München ist immer noch dabei. Europa League. Da ist nichts Deutsches mehr dabei. Doch, Leipzig. Alter, Leipzig. Und Frankfurt auch. Nein, Frankfurt hat verloren. Nein, 5-1 gewonnen. Hier steht 1-0. Ach, Hinspiel. Ah, Rückspiel. Ah, das ist das Rückspiel. Ich bin so dumm. Ich sehe einfach gar nichts. Real Madrid. ...2-0 im Hinspiel und jetzt 4-2... Aber dann sind sie ja jetzt torgleich. Weiß ich nicht, wie das gezählt wird. Relegation, erste Runde. Leipzig gewinnt. Hauptsache, die deutschen Vereine kommen weiter. Das ist mir sehr wichtig. Deutsche Vereine müssen einfach in der Welt mal wieder ein bisschen größer werden. Derby-Tag gegen Garching. Mal auf, ich nehme mal den Hufnagel jetzt mal raus. Einfach weil ich glaube, dass der mal eine Pause verdient hat. Ignacio Reh hat auch eine Pause verdient. Dafür kommt er. Spielen wir heute mal mit einer Ticken kleineren Mannschaft. Mein Özlok-Mann ist auch wieder da. Schauen wir mal, wie wir den dann einsetzen können. Der wird gedeckt. Er wird gedeckt. Schwachpunkt sehe ich jetzt keinen auf Anhieb. Innenverteidiger deckt den Stürmer. Defensiv. Nämlich, habe ich nicht einen stärkeren hier? Nimmt den OM. Da mal ein bisschen. Ich habe ja keine Wut, weil ich nicht verliere. Habe ich überhaupt einen absoluten Erzrivalen? Weiß ich gar nicht, ob ich sowas besitze. So, nächstes Spiel, nächstes Ding, das wir gewinnen werden, hoffe ich. Wie viel das Spiel ist denn das eigentlich? Gegen wen spielt Landsberg? Gegen Augsburg. Alles klar, wir liegen schon 1-0 hinten nach 10 Minuten Spielzeit. Toll. Naja, vielleicht gehen wir dann doch mal mit denen hier ein bisschen in den Kampfmodus. Bis zur Grundlinie geht der Gotal. Boah, was ist denn das? Du bist doch ein Stürmer jetzt. Ha, da mal nicht so doof. Gotal! Ja, ich spiele heute etwas defensiver. Ändert sich aber dann in der zweiten Halbzeit. Da werde ich einen Defensiven rausnehmen und mit zwei Stürmern auflaufen. Das ist mein Plan. Dachte eigentlich, das bringt was. Zwei Defensive vielleicht mal, dass ich jetzt hinten ein bisschen dicht mache. Hätte ja nicht gedacht, dass ich sofort einen Gegentreffer erzielt bekomme. Schön. Der heißt einfach schön. Er schießt. Gott sei Dank ging der daneben. Oh, der Gotthal hat eine Finte hingelegt. Der hat einfach eine Finte hingelegt. Er fintet Zinitipidipitinitipinze. Der Zischler. Ah, der muss rein. Ich habe halt meinen Freistoßexperten nicht. Ja, der war Stangelgrad daneben.
Nicht mal. Da war nicht mal der Versuch zu spüren, dass er aufs Tor geht. Der Gotthal ist halt kein Freistoßschütze, das merkt man halt. Oh, wie war das knapp? Schade. Ach, mein Gotthal. Zur Halbzeit. So, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Und zwar kommt er jetzt hier mit nach vorne. Und wir spielen jetzt mit einem Doppelangriff. Verstehst du? So, dann habe ich zwei LAV. Die lasse ich noch. Ich habe ja noch. Hau ich das natürlich rein. Wäre ich ja dumm, wenn nicht. Gesundheit, danke. So, jetzt muss ich ja mal hier. Nein, das ist der falsche Verein. Sag einmal, verlieren wir hier gerade? Verlieren wir hier gerade? Und dann auch noch, kommt auch noch Pech dazu. Mal auf, und los. Boah, leicht verschnupft hier. Ja! Der Anschlusstreffer, na also. Komm, weiter, weiter, weiter. Nicht aufhören, nicht aufhören. Gelbe Karte, Maximilian Zischler. Das ist aber nicht gut. Komm, weiter. Mach nochmal den Ausgleich zumindest. Komm, 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 komm. Schade. Darf ich noch wechseln? Noch dreimal sogar. Kriegen die auch noch 2 Minuten. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Aber unsere Siegesserie ist eh schon so gut wie gerissen. Oh, Ausgleich! Zumindest ist unsere Niederlagenserie nicht gerissen. Und wenn wir Glück haben, passiert noch mal was. Ja, verstehe ich. Damit haben wir das Spiel gedreht. Und es ist noch nicht vorbei. Ah, schade, das wäre jetzt nochmal ein Knaller gewesen hier. Ja, damit haben wir tatsächlich doch nochmal gewonnen. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich wirklich nicht gedacht. Das war jetzt unerwartet. Die Reaktionen sind gut. Alle hatten mit einem Punkt gerechnet. Ich hätte gedacht, die gewinnen das. Aber gut. Ich würde sagen, nein, Dachau war Glück. Ich würde sagen, haha, Landsberg hat unentschieden gespielt. 13 Punkte Vorsprung, meine Lieben. Kann ich jetzt überhaupt noch
nicht aufsteigen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch möglich ist. Yay, und weiter geht's. Der Mario Baldauf ist stärker geworden. Yay. Sehr schön. Sehr schön. Die Mannschaft wächst und gedeiht und wird besser. Oh, das gefällt mir so gut. Alter, Stiersdorfer, hey, grüß dich, hey. Bist du mal wieder am Start, hey. Jetzt bist du ein richtiger Innenverteidiger geworden, hey. Unfassbar, hey. Der Charo Dengler, das ist ein Jugendspieler, Innenverteidiger. Mit 3,4, ist jetzt 18. Könnte ich jetzt überlegen, ob ich ihn in meinen Kader hole. Das wäre natürlich möglich. Da. Der da ist es. 3,4, 18. 18 Jahre. Eigentlich wäre es dumm, wenn ich ihn nicht hole und dann zumindest versuche, ihn irgendwie wieder loszubekommen. Was eh nicht funktioniert, weil wir ja wissen, dass der Transfermarkt für den Arsch ist, aber... Gut, es laufen ein paar Verträge aus, das darf man ja auch nicht vergessen. Er hier zum Beispiel. Da muss ich vielleicht jetzt doch nochmal gucken, wer läuft denn aus? Du bist mir egal. Schau mal, da sind ein paar dabei. Ihn hätte ich ehrlich gesagt gern behalten. Beim Rech bin ich mir nicht so sicher. Mal Innenverteidiger nachkommen. Ich meine, der ist 28, 3,7. Naja. Ist jetzt so summa summarum so semi-gut, hätte ich gesagt. Wen schickt man denn da hin? Den Sandro. Wie schaut's denn aus? Knappe halbe Stunde, komm, können wir ja noch eins rausknallen. So, der Jaro Dengler. Handgeld gar nichts. Siegprämie machen wir mal runter. Gut, für 14.000 pro Jahr, wohl bemerkt, glaube ich, können wir den schon engagieren. Jetzt wird es interessant, aber jetzt kommt der Özlokman. Das wird sowieso der da unten, oder? Der war es jetzt schon zwei oder dreimal. Nee, doch nicht. Der Monchu aus Bielefeld. Cihangir Özlokman, einen 4-Jahres-Vertrag, 50.000 pro Jahr, finde ich ein bisschen viel, ehrlich gesagt. So. Läuft. Muskelfaserriss, das heißt, der fällt länger aus. Conference League Achtelfinale, da ist ja nichts Deutsches dabei. Eindhoven, der Götze. Der Götze. Kann es sein, dass der die Musik in diesem Spiel jetzt irgendwie nachlässt? Europa League? Oh Mann. Leipzig hat gewonnen.
Eintracht hat gewonnen, sehr schön. Aber Leverkusen ist einfach scheiße. Leverkusen gewinnt international nie irgendwas. So oft, wie die schon in der Champions League dabei waren und jedes Mal letzter Platz in der Gruppe geworden sind. So. Ich wollte gerade sagen, ich hatte doch zwei Offensive. Ah, wenn dann schon so. Ja. Der ist ja verletzt. So, RAV, der Montag, ist ein bisschen gedamaged. Vielleicht setze ich dafür dann. Nein, der ist ja genauso gedamaged. Wäre ich jetzt dumm, wenn ich den Schwächeren reinhaue. Ah, 89. Rechtes Mittelfeld. Ja, der ist natürlich. Also, was heißt natürlich? Der darf eigentlich gar nicht geschwächt sein, weil der hat nahezu gar keine Spielzeit gehabt. Guck mal an, der Dengler ist auch schon da. Jetzt habe ich mittlerweile ganz, ganz viele Innenverteidiger. So. Machen wir mal so. Den Rech mal nach außen. Haben die überhaupt einen Schwachpunkt? Und los. Es geht wieder los, meine Freunde. Am Pfiff in der Kirchhorn-Schöring Arena. Zum daubigen Hürber. Abgefangen. So ein Arsch. Das ist aber jetzt nicht cool. Ich habe Hunger. Ich muss noch was essen. So, so, so. Mhm. Wo sind denn meine Stürmer? Oder mein Stürmer? Ach, Dinkelbach, komm. Nur weil du eine schlechte Müsli-Marke bist. Oh je, der Niklas. Andrew. Huber. Dinkelbach, da ist er. Pitsch. Jauk. Wie schnell ist denn der bitte da vorne? Oh. Kommen die ganzen Japaner eigentlich her? Das sind voll viele Japaner in der Liga. Oder Asiaten, sagen wir es mal so. Das sind nicht alles gleich Japaner, aber es sind Asiaten. Aha. Aber der ging ja wenigstens mal aufs Tor. Das ist schon mal ein Anfang. Ja, die wollen was sehen. Ich auch. Und zwar Tore. Ich möchte Tore sehen. Halbzeit. So. Ja, also vorne hat sich ja nicht viel getan. Deswegen kommst du raus. Hoppala.
Ja, was die immer alles anders sehen. Komm, mach. Ein bisschen umgestellt jetzt mal taktisch oder aufstellungstechnisch. Taktisch habe ich eigentlich gar nichts verändert, aber egal. Jetzt liegen wir zurück. Oh, Glück gehabt. Mann, was ist denn mit Kirchan Schöring los? Warum tue ich mich denn gegen die so hart? Ah. Sag mal. Gibt's das denn? Gut, dass beide Mannschaften das Tor nicht treffen. Aber ich bin nicht zufrieden. Die kassieren eine gelbe nach der anderen. So, machen wir halt jetzt einfach mal so. Ich kann ja eh nichts tun. Wenn man ehrlich ist. Okay. Das ist nur so zur Tarnung. Mein Hund jammert, warum auch immer. Man wird jetzt doch eine Niederlage seit 19 Spielen. Oh je, Mini. Hufnagel, Eckball, komm. Ach! Für was habe ich denn eigentlich so einen Starspieler wie Gotthal da drin? Für diese Liga ist er ja überqualifiziert, aber man merkt schon, dass trotz seiner Stärke er jetzt nicht so voll reinhaut. Ich wollte gerade sagen, ich spreche ihn an und dann passiert es, aber es passiert nicht. Es passiert einfach nicht. Komm, wir haben noch knapp 6-7 Minuten Zeit. Ah! SV Donaustau verliert nach langer, langer Zeit mal wieder ein Spiel. Ich guck gerade, was hat Landsberg. Landsberg hat auch verloren, dann macht es ja tabellarisch keinen Unterschied. Gut, irgendwann muss auch mal eine Niederlage kommen. Kann passieren, nicht so schlimm, war halt schlecht. Welches Datum ist denn Sonntag? 6.6. was? März. Pass mal auf, Innenverteidiger. Ich würde die gern verleihen, aber ein Leihangebot habe ich noch nicht ein einziges gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, selbst meine Jugendspieler sind schon besser als der. Darf man ja nicht vergessen. Okay, der Part ist jetzt zu Ende, aber es wird weitergehen, meine Freunde. Bis dann.